Earth Satellite. Zuerst habe ich heute DJ Marshmallow, der gerade für euch auflegt, also schon fast seit einer Stunde, gut einer Stunde. Als nächstes ist dann der Lars dran, die beiden legen heute für euch ein Earth Satellite auf. Ich habe jetzt auch den Marshmallow neben mir stehen, hallo? Hallo. Wie lange legst du schon auf eigentlich? Naja, so 10 Jahre. 10 Jahre? Naja, angefangen mit Disco und danach halt Apple und jetzt Disco. Aha. Kommst du aus Berlin? Nein, aus Westdeutschland. Aber du lebst in Berlin? Ja. Und seit wann legst du auf? Also ich habe gehört, du machst so Partys. Oder machst du die Partys oder legst du da nur auf in Königs Wusterhausen? Also ich mache sie und lege da auf. Also ich organisiere eigentlich mehr für die Diskothek. Mhm. Lars, kommst du mal her? Du legst heute auch hier auf, ne? Und wie alt bist du? Seit wann legst du auf? Also ich lege erst seit Mitte 94 auf. Seit noch nicht so lange. Wie bist du drauf gekommen jetzt, dass du das unbedingt machen wolltest? Naja, also ich habe vom Kumpel, sagen wir mal, so ein Plattenspieler geschenkt bekommen. Danach geht mir, kaufst du mal einen zweiten und probierst es. Und zu Hause dann, oder wie? Ja, zu Hause. So gar kein Vorbild gehabt irgendwie, ah, der oder die oder was weiß ich, irgendwie, ich will jetzt das auch werden, oder hast du Freunde gehabt, die schon DJs waren? Ich meine, du kommst aus Lichterfeld, ne? Entschuldigung, Lichtenberg. Lichterfeld. sorry, alle Lichtenberger. Und bist du da, gibt's da einen Local Club irgendwie in Lichtenberg, wo du sagst, irgendwie, da gehst du ganz oft hin? Nö, also so nicht. Ich hatte mir immer Steve Mason als Vorbild genommen, also hat mich echt fasziniert, was der da so macht, und ja, da dachte ich mir, ich probiert und dann. Und wo legst du auf jetzt? Also bis jetzt habe ich einmal ein KW aufgelegt, im Six bei Uli, und na, mal sehen, was demnächst kommt. Was ist so im KW eigentlich angesagt? Also ich sag mir immer die Partys durch, aber das geht ja schon ein bisschen länger, ne, dass ihr da Partys macht. Also da müsste ich jetzt den Uli fragen. Denk mir mal schon, dass es da etwas länger geht. Dass da schon seit einer ganzen Weile Partys laufen. Wie hast du das mitgekriegt? Ja, ich kannte den Uli und ich wusste, dass er da auflegt. Na, ich einfach mal gefragt. Und somit hat es dann irgendwie mal geklappt. Erzähl mal Uli Marshmallow. Wie ist es dazu gekommen, dass im KW diese Partys sind? Und vor allem, sag doch mal für die Hörer, die nicht wissen, was das KW ist, wo es ist und was es ist. Also König Wusterhausen ist 50 Kilometer außerhalb von Berlin, von Richtung Schönefeld halt. Und das ist halt in der Diskothek. Die haben halt selber Techno vorher gemacht. Und naja, irgendwann hat man gesagt, oder hat man uns gefragt, ob wir das nicht lieber selber machen wollen. Und naja, das entwickelt sich das so nach und nach. Also, dass wir jetzt verschiedene Leute demnächst da haben. Mhm. Wen zum Beispiel? Also jetzt halt im Februar vom Moonbreaker als erstes, Lifehack. Und im März dann halt Rainbow's Nature. Ah, das ist ja super. Das müssen wir dann sofort ansagen natürlich, wenn die kommen. Das ist ja echt klasse, wenn man von einer Diskothek angeboten bekommt, dass man das Programm selber macht. Also habt ihr den Eintritt dann auch oder kriegt ihr Geld dafür oder macht das so ganz Freestyle umsonst? Naja, also man teilt sich das so. Wir machen zumindest den Eintritt, den Rest machen wir das natürlich. Dazu machen wir halt die Werbung. Und was für DJs sind dann noch mit dir? Also sind ja meistens immer Local Heroes, die da auflegen, ne? Na, dann ist da noch der Rauch aus KW, der ist mehr so House-Essen. Und DJ Chaos, der ist eigentlich mehr so, ja, Hardcore. Verstehe. Und was wünscht euch jetzt für die Zukunft? Dass es neue DJs gibt. Dass es neue DJs gibt? Gibt es ja bestimmt ganz viele. Ich glaube, also ich habe mal davon ausgegeben, wie viel Post ich kriege, wie viele Tapes ich geschickt bekomme. Also auch mal, schaut hinaus an alle Taper in the house, die mir die ganzen Tapes schicken. Also wenn das ein bisschen länger dauert, tut mir echt leid, aber ich habe hier garantiert noch 700 Tapes liegen und ich muss mich jetzt da langsam mal durchhören. Und natürlich ist nicht jedes Tape zu gebrauchen und natürlich kann ich nicht jedem zurückschreiben oder zurück anrufen. Also das geht leider nicht. Ihr könnt euch höchstens mal wieder selber melden oder so mit einem neuen Tape. Also falls Leute irgendwie zu Hause sitzen, völlig gefrustet und denken, Maruscha, die schreibt nicht zurück, die Böse, oder irgendwie, wir hören nichts von ihr, dann liegt es echt nur daran, dass ich einfach wirklich ersticke in Tapes, aber trotzdem versuche immer wieder, und so kam das auch zustande mit dem Uli hier und mit dem Lars, dass ich die Leute immer wieder mal herhole, wenn Zeit bleibt und wenn ich das durchhören kann. Ja, euch beiden wünsche ich jetzt erst noch viel Spaß. Lars, du machst es weiter hier, ne? Grüße noch an jemanden? Ja, ich grüße die Susi und den Gerät. Und du? Ich grüße alle, die mich kennen. Ja, das mache ich auch. Ich grüße auch alle, die mich kennen.
Wolf, Satellite, Annelex, Wolters und Kratz, ist Lars. Lars legt für euch auf. Lars aus Lichtenberg. Hast du Spaß, Lars? Der schüchterne Lars, bist du schüchtern eigentlich? Komm mal näher. Worauf kommt's an? Bist du jetzt schüchtern? Bist du mir gegenüber schüchtern? Nein, warum denn? Ist es nicht so gewohnt, neben mir zu stehen? Hast du dich mir denn so vorgestellt? Oder sag nur nicht, Maruscha, du bist so klein und so dünn. Ah. Was soll das heißen, Lars? Sehe ich in der Natur schlimm aus? Mir fällt gleich die Platte runter, geil. Man muss natürlich auch sagen, also heute bin ich so völlig privat, völlig nett, kaum geschminkt, nur die grünen Augenbrauen. Der Schweiß steht mir auf der Stirn. Das habe ich überhaupt nicht zurecht gemacht. Hier hast du aber Spaß, oder? Völlig locker, oder? Ja? Gut, dann ist hier weiter noch viel Spaß. Bitte. We'll be right back.
Can you feel it? And you think